Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch in die Welt der Inhaltsstoffe entführen und die drei Produkte, die ihr seht, die haben einen Inhaltsstoff unter anderem gemeinsam, nämlich die Hyaluronsäure. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, der heutzutage biotechnologisch mittels Bakterienkulturen hergestellt wird und ihr könnt diese ganz einfach in euren Produkten anhand folgender Begrifflichkeiten erkennen. Sprich, ihr braucht euch eigentlich nur zwei Begriffe merken, wenn ihr auf der Suche nach Hyaluronsäure seid und das macht sie eben so, ja, einfach zu finden. Wir unterscheiden im Grunde genommen die hochmolekulare und die niedrigmolekulare Hyaluronsäure. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die hochmolekulare Hyaluronsäure einfach größere Teilchen hat und die niedrigmolekulare Hyaluronsäure kleinere Teilchen hat. Und ja, was bedeutet das eigentlich für unsere Haut? Ihr wisst ja, unsere Haut besteht aus ein paar Schichten. Die oberste Schicht ist die Hornschicht und die hochmolekulare Hyaluronsäure hat eben aufgrund ihrer größeren Teilchengröße eben den Vorteil, dass sie einen Film auf der Haut bildet. Das heißt, sie legt sich auf die Hornschicht auf und schützt eben so die Haut davor, Feuchtigkeit zu verlieren, weil ja dort der schützende Film eben aufliegt. Außerdem bildet sie gerne gelartige Strukturen. Das heißt, wenn ihr hochmolekulare Hyaluronsäure in irgendeinem Produkt habt, dann ist es meistens gelig, beziehungsweise ja, so dieses gelig-klebrige Gefühl, was man so kennt. Also meistens eben nur, wenn es in einer relativ hohen Konzentration in eurem Produkt verwendet wurde. Und die niedrigmolekulare Hyaluronsäure hat eben kleinere Teilchen. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass sie tiefer in unsere Hornschicht eindringt und eben dort dann die Feuchtigkeit spendet, also hydratisiert. Und das ist eben dann natürlich wieder der Vorteil von der niedrigmolekularen Hyaluronsäure, wobei sie eben nicht so gut solche gelartigen Texturen ausbilden kann. Ja, was bedeutet das auch für die Drogerie und so? Also wenn man jetzt irgendwelche Produkte sucht, die Hyaluronsäure enthalten, muss man natürlich schauen, ob das irgendein Hersteller überhaupt angibt, was er für Hyaluronsäure verwendet. Aber man muss sich auch überlegen, dass eine hochmolekulare Hyaluronsäure einfach günstiger ist als eine niedrigmolekulare Hyaluronsäure. Und es gibt einen Hersteller, der behauptet, dass er zwei davon benutzt, also die hochmolekulare und die niedrigmolekulare, und zwar dieses Produkt hier von Balea. Ja, da wird eben versprochen, dass beide Arten verwendet werden. Aber zu welchen Anteilen, das kann ich euch leider nicht sagen, das wird auch überhaupt nicht angegeben. Da kann man natürlich nur den Kundenservice irgendwie anrufen und dort erfragen, aber ich glaube, das fällt dann auch wiederum irgendwie unter das Rezepturgeheimnis und so weiter. Also es ist nicht ganz klar, zu wie vielen Teilen das dann dort verwendet wird. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich einen Kundenservice anrufen, wenn euch das interessiert, welche Art von Hyaluronsäure in eurem Produkt benutzt wurde. Genau, ein weiterer Vorteil eben an Hyaluronsäure ist, wie gesagt, dass sie eben das Mehrfache ihres Gewichts an Wasser speichern kann. Deswegen ist sie so ein wunderbarer Feuchtigkeitsspender. Sie ist außerdem reizfrei, allergenarm. Ja, eigentlich gibt es kaum Reaktionen auf Hyaluronsäure, beziehungsweise keine, die mir irgendwie bekannt sind. Und das macht sie eben zu so einem tollen Inhaltsstoff, nach dem ihr eigentlich Ausschau halten solltet, wenn ihr irgendwelche Pflege kauft, also wenn ihr irgendwelche Feuchtigkeitspflege benutzen möchtet. Das war es eigentlich auch schon zum Inhaltsstoff Hyaluronsäure. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt und könnt das auch bei euren Einkäufen irgendwie verwenden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Däumchen hoch oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Tschüss!